Ich bin die Karin vom Sportressort Alpenblick und ich zeige euch heute eine Fußmassage für daheim. Die könnt ihr anwenden bei allgemeinen Verspannungen, einfach einmal nach einer Wanderung oder nach dem Spazierengehen einfach mal Partner was Gutes tun. Wir fangen an, wir nehmen irgendeine Lotion oder Öl, ist ganz gleich. Wir verteilen die in unsere Hände und tragen die langsam auf dem Fuß gleichmäßig auf. Wir können auch beim Baden leicht drauf massieren, sodass wir es überall gut aufgeteilt haben. Und dann starten wir mit dem, dass wir da in die Fußzwischenräume locker reinfahren. Wir können natürlich in die Tiefe auch gehen, nachempfinden natürlich. Dann machen wir jeden Fußzwischenraum mal durch. Wieder mit Tour. Wenn wir das durchgearbeitet haben, dann können wir die einzelnen Zehen durchmassieren. Wir setzen uns an und ziehen die Zehen langsam nach außen. Mit einem mäßigen Druck und wieder Zug. Dann können wir die Zwischenzehenräume durchziehen, die Schwimmhäute. Einfach auch in die Zehenzwischenräume leicht reinmassieren und nach außen ziehen. Dann beim nächsten Zehen wieder mit Zug nach draußen. Und wieder die Zwischenräume, Schwimmhäute nach außen ziehen. Wenn wir da weiter sind, dann dehnen wir den Fuß einmal durch. Wir können nach hinten nehmen und dann langsam in die Dehnung gehen, soweit es geht, und wieder langsam nach vorne. Den Zug halten, wieder nach vorne und wieder in die Streckung. In der Streckung verharren wir kurz, ziehen an der Ferse leicht an, wieder locker. Wieder ein leichter Zug und wieder locker. Danach stellen wir den Fuß locker auf und massieren die Innenkante. Einfach mit drei Fingern leichte kreisende Bewegungen an der Innenkante entlang bis hin zur Fersenaußenkante. Das machen wir nochmal. Machen wir mit den Daumen ganz einfache Bewegungen von unten nach oben und nach außen. Von unten nach oben und nach außen. Wir können auch von unten nach oben und auf diese Seite nach außen drücken und langsam die Außenkante durchmassieren. Langsam den Muskelballen lockern. Wieder nach außen ziehen. Lockern. Und nach außen ziehen. Dann fahren wir mal so um die Knöchel. Ganz leichte kreisende Bewegungen gleichzeitig. Das machen wir so circa 5 Mal. Beim Zurückziehen einfach die Achillessehne ein bisschen mitnehmen. Und in kreisende Bewegungen das Bein nur mitnehmen und nach vorne.
Abschluss nach unten ziehen, dann eine schöne Dehnung. Jetzt haben wir gefreut. Danke fürs Zuschauen und bis bald.